Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen, mini, ganz spontanen Informationsvideo für euch. Denn ich habe ein paar Änderungen geplant, die mein aktuelles Let's Play betreffen, aber auch mein, ja, eigentlich pausiertes Let's Play, nämlich das Highschool-Jahre-Let's Play. Da haben mich ganz, ganz oft Leute gefragt, wie es da aussieht, ob es vielleicht weitergeht, ob ich nicht Lust hätte, da vielleicht nochmal weiterzuspielen. Und ich muss dann leider jedes Mal sagen, nein. Ich kann nämlich leider momentan keine, also was heißt momentan, ich denke auch in Zukunft, keine zwei parallelen Let's Plays spielen. Also ich schaffe das zeitlich einfach nicht, weil ich halt enorm viele Sachen, also YouTube ist mein Hobby, wie ihr wisst, und ja, aus diesem Grund ist es halt wirklich einfach das, was am wenigsten Zeitressourcen bekommt, wenn wichtige Sachen anstehen. Dann muss ich mich leider halt auf diese Sachen konzentrieren und deswegen, ja, wie gesagt, YouTube ist mein Hobby und deswegen wenig Zeit dafür und deswegen keine zwei Let's Plays. Das wisst ihr ja bereits und jetzt habe ich mir aber überlegt, was könnten wir denn tun, damit wir eventuell doch wieder, ja, auch die Charaktere und so aus dem Highschool-Jahre-Let's Play in unserem Let's Play haben. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass wir eine Art Fusion machen zwischen beiden Let's Plays. Also sprich, wir haben jetzt, ihr könnt euch das ja mal anschauen, ich habe hier jetzt die Karte von Evergreen Harbor und da kommen wir auch schon zum ersten kleinen Problem an der ganzen Sache, denn wir befinden uns jetzt aktuell im Highschool-Jahre-Spielstand. Also sprich, das, was ihr jetzt gerade seht, ist der Highschool-Jahre-Spielstand, so wie ich ihn aufgehört habe, als ich das Let's Play eben pausiert habe. Und das Problem ist daran natürlich, dass Evergreen Harbor hier jetzt noch verschmutzt ist. Ich habe das Ganze eigentlich grün gecheatet, deswegen ist hier auch zum Teil dieses grün glimmernde. Es sind aber auch diese komischen Staubwolken da. Ich denke, dass es im Laufe der Zeit eben besser wird und der Staub dann auch weggeht, sodass wir uns das quasi nochmal so ein bisschen erspielen müssen mit Lily. Ich sehe das jetzt nicht als ganz so problematisch an. Ja, alles andere hat eigentlich soweit es geht funktioniert. Aber ich wollte euch das Ganze jetzt einfach mal zeigen. Die Weltkarte, wie sie jetzt aktuell aussieht, die Beziehungen, den Stammbaum und so, alles, was ich jetzt halt hier gemacht habe. Wenn euch das Ganze interessiert, kann ich euch auch nochmal explizit erklären, wie genau ich das gemacht habe, aber das war wirklich ein bisschen Aufwand. Wie ihr seht, Daryl wohnt hier noch, Lily wohnt hier in ihrem Container, hier ist auch das Hafengebiet, genauso wie wir es verlassen haben. Hier ist sind unsere Freunde, hier ist dieses Restaurant, wo wir mit Lexi waren und ja. Dann haben wir natürlich hier Brindleton Bay und Brindleton Bay ist jetzt halt so die Stadt, in der ich halt in beiden Spielständen gestartet habe. Also sprich, hier war ja das Haus von Elena in meiner allerersten Story, also in meinem allerersten Let's Play hat hier Elena gewohnt. Deswegen habe ich das Ganze auch stehen gelassen, weil wie gesagt, das ist halt der Highschool-Jahre-Spielstand. Das ist halt der Spielstand, mit dem ich meine YouTube-Karriere, also meinen YouTube-Kanal überhaupt gestartet habe. Und deswegen bleibt das auf jeden Fall einfach aus Erinnerungswert schon hier stehen. Hier haben wir auch den Friedhof, wo ich mit Stella das Intro gedreht habe für ihr Let's Play. Aber hier ist jetzt eben auch Thalias Tierklinik. Also das heißt, und hier wohnt auch weiterhin Lexi mit ihrem Onkel. Genau, also das ist jetzt, wie gesagt, halt so eine kleine Zusammenführung aus beiden Spielständen. Ich habe jetzt halt wirklich versucht, so die wichtigsten Grundstücke, die wichtigsten Familien eben in beide von beiden Spielständen hier irgendwie reinzubringen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass der ein oder andere Nebencharakter dann vielleicht fehlt. Also ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, ob unser Verfechter der freien Liebe, Jeb, wie auch immer er heißt, ob er dann noch da ist, das weiß ich jetzt nicht. Feuerwehrmann Sam sollten wir hingegen aber wiedersehen. Das ist zum Beispiel auch was Schönes. Hier ist jetzt in Glimmerbrook zum Beispiel auch Lunas Haus. Also was ich halt zum Beispiel auch richtig schön finde, wir haben Amy wieder in unserem Spielstand und halt alles, was wir so aus Lunas Let's Play eben hatten. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, falls ihr euch wundert, warum ich mich für den Highschool Jahre Let's Play Spielstand entschieden habe, weil ich einfach in diesem Spielstand schon viel, 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 viel länger gespielt habe und die Welt einfach schon viel mehr verändert habe, als ich das eben im Weltenbummler Let's Play gemacht habe. Im Weltenbummler Let's Play musste ich eigentlich nur Thalia und ihre Familie, Lexi und ihre Familie, Lily mit Daryl und Lillys Freunde rüber kopieren. Es waren ja quasi, also die Großeltern von Lily gibt es jetzt nicht mehr, aber offiziell fängt ja der Stammbaum sowieso, also ich zeige euch den Stammbaum gleich, dann können wir mal darüber sprechen. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel Adrian, den habe ich nämlich total vermisst, zum Beispiel aus meinem Highschool-Jahre-Let's Play. Hier ist jetzt eben Luna mit Ophelia und Isara, so wie wir es eben verlassen haben quasi. Hier ist noch die Teenager-WG mit Leuten, die ihr mir erstellt habt und ja, also die Highschool ist jetzt zum Beispiel auch eben die, die wir aus dem Highschool-Jahre-Let's Play kennen und ja, so sieht es aktuell aus.
aus. Ich gehe jetzt mal gerade in Lillys Haushalt und dann kann ich euch einmal den Stammbaum zeigen. So, bei Lilly ist auch so weitestgehend, wie gesagt, alles unverändert. Das Einzige ist eben, wir hatten es ja eigentlich in unserem Spielstand geschafft, dass auch hier an dieser Fabrik zum Beispiel so Blumen gewachsen sind und so, aber hier fließt zum Beispiel jetzt schon kein dreckiges Wasser mehr raus. Also ich denke, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, dass wir das Ganze auch wieder so haben, wie wir es in Lillys Spielstand halt verlassen haben. Ansonsten dürftet ihr eigentlich keine großen Veränderungen feststellen. Also wir haben jetzt hier Lillys Stammbaum. Ihr seht, sie ist immer noch die Schwester von Liam. Alexei und Talia sind ihre Eltern. Das Einzige ist halt wirklich, ihre Großeltern sind jetzt hier nicht mehr zu sehen, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, denn die beiden haben halt eigentlich sowieso keine Rolle gespielt und die Challenge startet ja offiziell sowieso mit Talia. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass die jetzt gar nicht hier namentlich gelistet sind, sondern es steht einfach nur da, okay, Talia hatte Eltern, aber nicht wer das war. Ich habe aber geschafft, tatsächlich Sailor hinzuzufügen und sie ist tatsächlich auch durch die gleiche Todesart gestorben, wie sie es auch wirklich im ursprünglichen Spielstand eben ist, also mit diesem Killerkaninchen, keine Ahnung, wie das passiert. Naja, auf jeden Fall sieht der Stammbaum so aus und das ist ja auch unser Stammbaum, so wie wir ihn verlassen haben. Ich habe auch Lexis Stammbaum wieder so gemacht. Es gibt Lexis Mutter, es gibt Lexis Onkel. Also alle wichtigen Hauptpersonen, mit denen wir so Kontakt hatten, gibt es immer noch ganz normal. Jetzt haben wir hier nur das Problem, dass wir eben nicht alle Kontakte von Lilly wieder in der Liste haben, weil halt, wie gesagt, nicht alle... Also ich konnte natürlich jetzt nicht die komplette Welt mit rübernehmen. Das geht halt leider einfach nicht. Das hätte einfach viel zu viel Zeit gedauert. Und ich habe auch festgestellt, dass ich tatsächlich irgendwann einfach zu viele Sims in meinem Spielstand hatte. Ich hatte einfach, man kann ja einstellen, wie viele Sims man maximal im Spielstand haben möchte und ich habe das halt auf 200 eingestellt und irgendwann habe ich einfach die Benachrichtigung bekommen, es gibt einfach zu viele Sims auf dieser Welt. So, deswegen habe ich jetzt eben dann nur ausgewählte Leute, eben wie gesagt Mila, Jake, so die, mit denen sie halt hier in Evergreen Harbor gut Kontakt hatte. Ich habe auch Grace mit rübergenommen, die sie in ihrer Highschool-Zeit kennengelernt hat, genauso wie Keith. Jaden fand ich auch sehr wichtig, weil sie mit ihm halt auch eine Vergangenheit hat, genauso wie Olivia. Mit der hat sie sich ja gut verstanden. Also sprich, die vier hier wohnen aktuell jetzt auch in einer WG, weil anders habe ich das jetzt nicht hingekriegt. Aber auf jeden Fall gibt es sie noch. Mila und Jake wohnen ganz normal in ihrem Haus, den sie hatte. Und ich fand es richtig witzig, als ich so ein bisschen alleine hier gespielt habe und so ein bisschen getestet habe, wie ich das hinkriege, dass Evergreen Harbor halt wieder grün wird, hat einfach Ava an die Tür geklopft. Und das fand ich so witzig, irgendwie sie hier in diesem Spielstand zu sehen. Und das war halt irgendwie nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, das war eine richtig gute Idee. Ava ist ja die beste Freundin von Luna gewesen, also sprich von der Mutter von Isara und Ophelia aus meinem Highschool-Jahre-Let's Play. Und das fand ich halt irgendwie richtig witzig. Sie ist ja ein Vampir, deswegen wird sie auch für immer eine junge Erwachsene bleiben. Ich fand es richtig lustig, dass sie auf einmal vor der Tür steht. Wir haben auch Rose hier wieder. Ihr habt nicht darauf hingewiesen, dass man sie Rosé ausspricht, wenn man es so schreibt. Ich werde damit irgendwie nicht so richtig warm. Das heißt, ich werde sie entweder umbenennen oder werden es anders aussprechen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, oder sie kriegen einen ganz anderen Namen. Dann, was wollte ich euch noch zeigen? Ach so, genau, ich wollte euch noch so ein bisschen erklären, wie ich mir das Ganze jetzt vorstelle. Lilly, du kannst ja vielleicht hier mal gerade irgendwas herstellen. Wir brauchen nämlich dringend wieder Geld und sie kann ja vielleicht jetzt mal hier ein klassisches Kinderbett herstellen. Dann können wir das nämlich vielleicht verkaufen, wenn sie da fertig gepflanzt hat. Auf jeden Fall wollte ich mit euch nämlich noch ganz kurz darüber sprechen, wie ich mir das Ganze jetzt vorstelle, wie wir jetzt in Zukunft weitermachen und wie wir das hinkriegen, dass wir dann letztendlich die beiden Stammbäume im Idealfall eben auch verbunden haben. Denn ich möchte eigentlich im Stammbaum gerne beide Generationen, also beide Spielstände in diesem einen Stammbaum haben. Schwierig erklärt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich möchte ganz gerne, dass im Stammbaum nachher Elena, Stella, Luna und was weiß ich zu sehen sind, aber eben auch Talia mit Alexei, Liam und Lilly. Und da habe ich mir halt überlegt, wir könnten es ja machen, weil Isara zum Beispiel hat ja noch kein Kind. Ich hatte erst überlegt, ob wir das Kind von Lilly mit dem Kind von Ophelia zusammenbringen, weil Ophelia ist ja aktuell schwanger. Sie wird jetzt auch sehr bald dann wahrscheinlich ihr Kind bekommen. Ich war mal in ihrem Haushalt und da stand, dass sie jetzt sehr bald eben ein Kind bekommt. Lilly, wo willst du hin? Ach so, sie möchte den Waschbär streicheln, okay. Auf jeden Fall hatte ich das erst überlegt, aber dann habe ich überlegt, okay,
dann habe ich nachher so einen Stress, weil ich mich dann beeilen muss, dass Lilly dann schnell ein Kind bekommt. Und ich will mich jetzt eigentlich zeitlich überhaupt nicht unter Druck setzen. Also ich will eigentlich mit Lilly wirklich noch warten, bis sie ihr Kind bekommt. Erstens eigentlich auch am liebsten wegen dem Baby-Update, weil ich darauf warten möchte. Und einfach auch, weil ich mich nicht auf das Geschlecht festlegen will. Also weil Ophelia bekommt ja einen Jungen, das wissen wir ja schon. Und ich möchte halt jetzt nicht zwanghaft irgendwie darauf hinarbeiten, dass Lilly ein Mädchen bekommt. Und aus diesem Grund möchte ich es dann nachher so machen, dass Isara ein Kind bekommt zur gleichen Zeit wie Lilly. Isara hat tatsächlich, also die beiden kennen sich zwar jetzt noch nicht, aber Isara hat den gleichen Studiengang belegt wie Lilly. Das habe ich alles schon so eingefädelt. Und deswegen werden die beiden sich dann eben an der Uni kennenlernen. Und das finde ich halt richtig schön, weil Isara wird dann eben eine Freundin von Lilly. Das hatte mir eine Zuschauerin auf Instagram geschrieben, diese Idee. Also vielen Dank dafür nochmal, falls du das siehst. Und ja, also wie gesagt, die Idee fand ich ganz klasse. Dann lernen die beiden sich eben schon an der Uni kennen und ja, dann werden ihre Kinder sich später eben auch kennen. Also sobald Lilly dann eben schwanger ist, werde ich Isara auch ein Kind einpflanzen. Ich nehme mal an, dass sie das mit Adrian bekommt, auch wenn sie aktuell noch mit ihm Schluss machen möchte. Aber ich denke, so später wird sie sich dann wieder mit ihm versöhnen und dann werden sie wieder zusammen sein und dann wird sie mit Adrian ein Kind bekommen. Und das wird dann eben, also da können wir halt dann steuern, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, und das wird dann eben der Partner oder die Partnerin von Lillys Kind. Und ich fände es irgendwie jetzt auch richtig schön, wenn wir dann halt auch mal einen Jungen bekommen in dieser Generation, dass wir halt mal einen Jungen als Hauptdarsteller haben, aber wir hätten halt dann trotzdem aus der anderen Generation immer noch ein Mädchen. Also wir hätten irgendwie aus beiden Generationen dann was. Und ja, ich hoffe, dass ihr das versteht, wie ich das meine. Das ist halt alles ein bisschen, ja, ein bisschen wild, wie ich das jetzt alles geplant habe, und auch süß. Oh, Mila möchte mit Lilly auf freundschaftlicher Basis zum Abschluss packen. Ja, okay, ich weiß nicht mal so richtig, ob ich das hier speichern werde gleich, aber ich brauche jetzt nur gerade irgendwie einen Hintergrund-Dings, damit ich mit euch reden kann. Ja, aber so sieht's aus. Schreibt mir sehr, 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 sehr gerne eure Story-Ideen in die Kommentare, wenn ihr schon irgendwas habt, wie ihr euch das vorstellt, wie wir das in Zukunft vielleicht noch machen wollen. Wenn ihr Ideen habt, wie wir vielleicht auch noch andere Charaktere mit ins Spiel bringen oder ja, eure Meinung generell. Also ich habe auf Instagram mal eine Abstimmung gemacht und ihr wart alle positiv, also absolut begeistert von der Idee. Und also es gab gar keine Stimme dagegen, dass irgendjemand gesagt hätte, nee, finde ich jetzt nicht so gut, wenn wir die beiden Spielstände fusionieren. Ja, aber das war jetzt halt so, ich denke, das ist eine gute Lösung, sodass wir eben beide Spielstände dann noch spielen können und ich mich nicht irgendwie, ja, dass keiner von euch traurig ist, dass wir die Charaktere alle nicht mehr sehen und ja. Okay, wie gesagt, ich freue mich auf eure Meinungen. Ich hoffe, dieses kleine Infovideo war hilfreich für euch, dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Falls noch Unklarheiten sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich erkläre euch das dann gerne auch sonst nochmal. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oder ich irgendwas unklar ausgedrückt habe oder so, dann, ja, beantworte ich euch da gerne eure Fragen nochmal und ja, dann wünsche ich euch jetzt bis zu meinem nächsten richtigen neuen Video, in dem wir dann mit diesem neuen Spielstand hier spielen können, noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss!